Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin heute mal mit einem älteren Löwen, sag ich mal, ein MAN A21 unterwegs und der hat mir besonders gut gefallen. Wenn ihr wissen wollt, warum der mir gefallen hat, dann bleibt dran, Leute. So Leute, hier steht das gute Stück, ein MAN A21. Diesen Bus, den habe ich, bin ja schon mittlerweile 4 Jahre hier bei Fehling. Den habe ich noch nie gefahren, Leute. Wie gesagt, ist von 2005, älteres Schätzchen. Aber wenn wir uns gleich mal näher damit beschäftigen, dann werdet ihr sehen, dass der wirklich noch gut ist. Und wie gesagt, mir hat der besonders gut gefallen. Ja, wir gucken uns erstmal von innen nochmal alles an. Und dann gehen wir nach hinten und gucken uns auch den Motor natürlich an. So, wie ihr sehen könnt, hat er auch schon diesen Spuckschutz. Das hört sich immer lustig an. Aber wie gesagt, wir leben immer noch in der Corona-Zeit. Und deswegen ist der hier auch so mit so einem Spuckschutz versehen. So, im Einzelnen nichts Besonderes, sage ich mal, außer dass die Tür quietscht. Bei dem Alter darf es das ja auch. Der hat hier 35 Sitzplätze, 61 Stehplätze, einen Rollstuhl, sogar mit einer Rose da oben. Und guck mal, der hat sogar Radio, eigentlich nicht erlaubt, aber keine Ahnung, warum der da drin ist. Und was mir noch aufgefallen ist, der hat auch schon halb digitalen Tachograph hier. Da ist natürlich auch meine Tachoscheibe drin. Wenn der natürlich da ist, sollte man den auch benutzen. Und sogar mit Strom hier in Form von diesem, wie, was sagt man dazu, so ein Feuerzeug. Auf jeden Fall Strom. Ha. So, das Cockpit, das sieht mir auch schon ganz anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Also mit diesen Anzeigen hier habe ich das noch nicht gehabt. Für die beiden Bremssysteme, also Luftvorrat und Tank und Temperatur. Ja, ansonsten, was mir aufgefallen ist, den kann man ja auch bestimmt für ein Gelenk benutzen. Hier wäre noch der für den dritte Tür. Oder aber auch Nachteil bei dem habe ich festgestellt, wenn jemand drückt, um auszusteigen, der hat hier so ein kleines Symbol, mache ich gleich mal an, dann können wir das mal sehen. Bei den neueren haben wir ja hier so was Gelbes, das ist eigentlich viel interessanter, der ist einfach zu klein. Der hat natürlich auch hier Retarder. Dann habe ich gesehen, dann hat er hier auch noch irgendwie so ein System, vielleicht haben die diesen Bus ja auch mal gebraucht, irgendwo gekauft oder so. Das hier ist bekannt, das kenne ich noch. Wir hatten ja hier den L-Geber-Drucker gehabt, das ist der Hauptstecker davon. Und ansonsten, ja, Retarder kann man auch ausstellen für die Fußbetätigung. Und der hat mit Klimaanlage und sonst nichts Besonderes, denke ich mal, sag ich mal. Das Rauchen im Bus ist nicht gestattet, extra so nochmal draufgeschrieben. Sollte eigentlich jedem bewusst sein. So, dann machen wir mal Zündung an, beziehungsweise, ja, so sieht das aus. Der hat 71.972.000 Kilometer schon gelaufen. Aber wie gesagt, ich habe den ja gefahren. Den werden wir nachher zusammen mal fahren. Wirklich ein schicker Bus. So, hier haben wir noch 12,5 Grad ist es draußen. Jetzt geht da so eine Diagnose an, weil er nicht läuft, sage ich mal. Oder weil er vielleicht noch mit Gang ist. Gang raus, Handbremse ist gezogen. Wir lassen den gleich laufen. Tür. Ach so, was ich noch sagen wollte, könnt ihr den Spiegel da sehen? Ja, wenn ich jetzt hier so sitze, ich bin ja auch nicht der Längste, wenn man hier so sieht, wenn hinten noch jemand angerannt kommt oder so, kann man das nicht sehen wegen der Tür. Wenn ich jetzt die Tür aber zumache, habt ihr gesehen, da kann man besser sehen. Und wenn die Tür zu ist, nur die Hälfte. Ja, wenn man ganz nach hinten sitzt, vielleicht eher schon, aber sind ja nicht alle so lang. So, dann gehe ich mal mit euch ganz kurz eben nach hinten.
So sieht's aus. Der hat auch schöne Bestuhlung. Ja, oh, die Tür, die quietscht, die nervt. Der hat auch schöne Bestuhlung, kann man sehen. Nicht dieses harte, sondern schön gepolstert. Hier hat man sogar einen Knopf zum Drücken. Moment, hier ist auch noch einer. Den drücke ich mal. Mal gucken, das wollte ich euch ja zeigen. Ah, jetzt geht's nicht, weil die Tür auf ist. Machen wir gleich. Endwärter, wie immer, dann hat er hier so eine Armlehne. Sehen mir ein bisschen ulkig aus. Ja, hier ist alles normal, hat sich nichts geändert. Hier nochmal für die Rollstuhlfahrer. Die können sich hier so dran lehnen. Kinderwagen hat auch noch Platz. Dann haben wir hier Rampe. Wie gesagt, bis hier hinten ist ja alles gleich geblieben. Ja, hier die Vierergruppe. Letztens hatte mal jemand gefragt, nimm mal Nothammer raus. Habe ich gesagt, warum, weshalb? Aber hier versuche ich mal euch zu zeigen, dass das sinnlos ist, den zu klauen. Wenn man den jetzt hier rauszieht, na komm her. So, wie ihr sehen könnt, der ist an einem Draht. Den kann man so ziehen, Scheibe eben halt so einschlagen, die man braucht und dann abhauen. Aber den mitnehmen ist nicht drin, Leute. Ja, probiert es erst gar nicht. Und bei den neueren leuchtet vorne sowieso bei dem Fahrer was auf, so dass er weiß, dass da jemand dran ist. So, jetzt brauche ich aber die zweite Hand, um den da wieder dran zu machen. Das erzähle ich euch lieber nicht. Dann weiß ich nämlich immer, wer da dran gegangen ist. So, ist wieder dran. So, dann gehen wir mal eben ganz kurz raus und gucken uns den Motor nochmal an. Dann fahren wir natürlich eine Runde damit. Die Keile sind auch alles da. Wie gesagt, für den Alter ist das noch top. Wirklich top. In Form wollte ich schon sagen. In Schuss. So, was war ich euch noch schuldig? Ach so, ja. Moment, machen wir mal hier Tür. Oh, diese Tür quietscht. So, wenn wir jetzt mal hier drauf drücken. Ja. Nur so ein ganz klein könnt ihr hier sehen. Ja, und wenn es auch noch ein bisschen hell ist und den sieht man nicht so unbedingt. Das wäre schön, wenn er schön groß wäre. Wie gesagt, aber bei den neueren haben wir ja hier mit dem gelben. Da leuchtet der richtig auf. Und das finde ich besser. So, wir gehen mal eben kurz raus. So, ich habe mal hier Batteriefach aufgemacht. Ich bin ja immer neugierig, was da sich so verbirgt. Aber guckt euch das mal an. Hier ist noch so ein Safe drin. So ein Kasten. Keine Ahnung, wofür der ist. Wüsste ich jetzt auch nicht, was der sein soll. Die Batterien sind noch neu. 3.7.20. Trennschalter, diverse Sicherungen. NATO-Stecker hat er nicht, glaube ich. Nein. Ja, aber was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Machen wir mal wieder zu und gehen mal weiter so nach hinten. So, hier hat er zwei Tanks. Werdet ihr sagen, warum? Einmal hier könnt ihr sehen, Heizöl für Standheizung. Und der normale Tank für unseren Diesel. Hier die Vorrichtung, wisst ihr ja, da der Schlüssel rein, kommt man da an den Kühler dran. Braucht eigentlich kein Mensch. So sieht der Motor aus. Ja, für den Alter wirklich noch richtig gut. 700, was haben wir gesagt, 91 oder was hat er runtergelaufen? Runtergefahren. Und alles noch schön trocken, die Webasto. Alles tipptopp. Ach, den kann man von hier auch noch starten. Ah, jetzt habe ich den, glaube ich, nicht auf Zündung. Sonst hätten wir den mal von hier gestartet. Ich guck mal. Der grüne. Ne, den haben wir. Ne, ich habe Zündung nicht an. Können wir aber gleich mal probieren. Oder ich lasse mal von vorne laufen. Ja, wie gesagt, einmal den noch hören. Und dann können wir eine Runde fahren. So, ich habe nochmal geguckt, Zündung war zwar an, aber der hat hier nicht mit diesen Hebeln, was wir jetzt im Moment haben, sondern der hat hier mit diese, wenn der hier an dran kommt, hier sieht man noch die Spur, da ist Metall. Wenn der hier mit Metall in Berührung kommt, also Masse hat, denke ich mal, dann kann man den auch hier von starten. Okay, jetzt muss ich die Klappe erstmal wieder zumachen, damit ich sie von vorne starten kann, sonst geht's nämlich nicht. So, jetzt habe ich den mal von vorne ganz normal gestartet. Jetzt können wir aber die Heckklappe aufmachen und uns den Motor anhören.
raus müsste der eigentlich gehen. Jawohl. Aber jetzt starten geht wieder nicht, weil wir hier keine Verbindung haben. So viel zu diesem Bus, Leute. Und jetzt fahren wir gemeinsam damit. Bevor wir losfahren, habt ihr euch vielleicht mal gewundert, ein paar hatten das, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben, was ist denn hier drin? Das sieht man ja auch schon, der Feuerlöscher und die ganzen Anschlüsse und so sind hier versteckt. So, jetzt aber. So Leute, wir fahren jetzt mal eine Runde damit, dann könnt ihr auch sehen, warum ich so verliebt in den bin. Wie gesagt, MAN ist ja nicht mein Ding. Wir haben auch die neueren Busse und so, aber der hier, der gefällt mir besonders. Der ist zügig, der ist spritzig. Ach, was soll ich noch sagen? Aber ihr werdet es gleich selber sehen. Kein Klappern, kein Geräusch, Nebengeräusche oder irgendwas für den Alter. Der schaltet die Gänge gut durch. Wie gesagt, hier ist alles 30, deswegen wollen wir mal nicht übertreiben. Aber man merkt, der will unbedingt rennen. Ja? Und auch der Retarder. 1, 2, 3, der hat 4, 5 Stufen. Wenn man dann irgendwo mal steht, muss man den nicht wieder hoch machen oder so. Wenn man wieder anfährt, ist der wieder auf 0. So ein Fan bin hier mit diesen getrennten Scheiben, weil er trotzdem die Sicht irgendwie doch behindert, ja. Aber zum Fahren, der ist wirklich klasse, Leute. Türkisch für Anfänger, natürlich auch Fortgeschrittene sind auch gerne herzlich willkommen. Wenn ihr gerne die türkische Küche mögt, dann sagt eure Mutter Bescheid oder kocht einfach selbst, einfach nachkochen auf Kochschule OE, könnt ihr alle Beiträge euch anschauen. Thank you.
Den Bus hatte ich euch noch nicht vorgestellt. Und ich habe den auch selber noch nie gefahren. Und ich kann mich nicht daran erinnern, sonst hätte ich mich daran erinnert, so einen schönen Bus. Deswegen war das für mich heute Premiere. Da habe ich mich entschlossen, euch diesen Bus nicht vorzuenthalten, euch auch vorzustellen. Ich nehme euch so ein bisschen mit zum Lippebad. Dann machen wir die Verabschiedung und bleibt gespannt auf neuere Videos hier auf Mehmet OE. Manchmal muss ich überlegen, für welchen Kanal ich gerade drehe. Einmal habe ich Busfahrschule, dann habe ich Kochschule, dann habe ich hier unseren Hauptkanal Mehmet OE und noch den Fehlingreisen-Kanal. 12 Grad ist es draußen, heute ist nicht allzu warm. Aber wie gesagt, der Bus, der ist wirklich sehr schön zu fahren, Leute. Das Schöne ist, der geht sofort ab, wenn man Gas gibt. Wirklich sehr schön. Ja, die neuen, die sind ein bisschen kundenfreundlicher ausgelegt. Wenn jetzt irgendwelche eingestiegen sind und noch nicht sitzen oder so, wenn man dann beschleunigt, damit sie nicht so hinfallen, ist da so ein Beschleunigungsschutz, sag ich mal. Erst langsam und dann, wenn er ein bisschen angerollt ist, dass die Leute sich festgehalten haben, dann wird er erst schneller. Aber ich fahre mal gleich ein bisschen rasanter an. Könnt ihr merken, weil manchmal hat man das ja schon, ne? Türen auf, man hat Zeitdruck, Tür zu und dann fährt man ja sofort schon los. Und das ist bei den Neuen und das geht natürlich dann an die Zeit. Jetzt guck mal. Der geht sofort, der wartet nicht noch erst, verzögert nicht noch erst oder so. So, jetzt ist der 46. Hier muss ich gleich Schüler abholen, die hier Schwimmunterricht haben. Schnell muss man gerade hin. Bis zur Mülltonne habe ich mir hier so eine Markierung. Dann passt das ungefähr. So Leute, ich mache mal die Verabschiedung diesmal so auf diese Art, ohne die Kamera mal abzuhängen. Dankeschön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der Bus hat euch gefallen. Und wenn ihr den mal selbst mal irgendwann mal mitfahren möchtet, wie gesagt, der ist hier im Raum Lünen und so unterwegs. Bis dahin, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in einem anderen Video. Euer Mehmet OE. Ciao.